Herzlich willkommen mal wieder zurück hier zu GTA 5. Wir sind ja immer noch mit Franklin unterwegs und begeben uns jetzt. Wo begeben wir uns denn hin? Zu dem müssen wir, glaube ich, hin. Hier. Da startet die nächste Mission infiltriert, was auch immer das bedeuten könnte. Wir lassen uns aber mal überraschen. Ups. Ah, scheiße. Ja, fahr weiter. Och, ich heul gleich, Mann. Das war ein Scheiß mit den Scheißstraßen hier. Och. Ich kann auch nicht mehr auf die Karte gucken, richtig. Ich könnte auch schon mal zum Augenarzt gehen. Scheiße. Das gibt's doch nicht. Jetzt fällt das Scheißteil noch fast auf mich. Na, noch ein weiter. Der Reifen ist im Arsch, oder? Ja, der da vorne. Nee, komm, darauf haben wir jetzt keinen Bock, hier mit so einem scheiß Reifen rumzufahren. Ja, komm. Schnappen wir uns hier mal eine neue Karre. Ja. So ja mal nicht. So, und jetzt weg hier. Komischer Heini, Mann. Hätte ich keine Chance gehabt. Hätte ich mein Gewehr gezückt, wäre am Arsch gewesen. Aber er hatte Glück. So, wo müssen wir denn hin? Hier. Molly. Hey Molly, I'm outside the studio. All right, go over the wall and find the car on the lot. And then what? Only the principal actors and stunt people are authorized to go near it. So, you could get in wardrobe and play the part or try something else. All right. When you're out of there and clear of studio security, call me. Ah, finde den Schauspieler. Ah, okay. Ist hier mitten in der Nacht einer rumläuft, komisch, aber okay. Okay, wir schleichen uns mal an den Herrn hier dran. Und zack. Schöne Sache, schöne Sache. Sehr schön. Okay, dann können wir uns jetzt eigentlich das Auto schnappen und dann wären wir doch eigentlich schon durch, oder? They need you on set. Where the hell is Brandon? Jesus, are you gonna find him? Ah, jetzt können wir ja auch durchspazieren, keiner bemerkt uns ja jetzt. Know who this guy is. Is this the new stunt guy? At least get him a mask or makeup. Or something. I've got to get some control of this set. Get him. Ja, rollt nicht rum. Sorry. Ja, wo die jetzt alle herkommen. Da ist der Heini. Oh, kann die Tussi hier mal aussteigen oder wer auch immer das ist? Get off the wheel. I need to get the fuck out of here. They're coming. Studio security are all over you. They ain't gonna be on us for long. Ich hab die doch schon abgeschüttelt. Scheiße! Tschüss, wie die mich verfolgen. Fuck. Nah,
Are you cool? No, I'm not cool. Not at all. I mean, chill out. I'm just interested in the whip. This button says spike. Drücke L. Geil. What do you mean, the whip? I could buy this car with what I make in a morning. Oh, that's what's up. Sehr geil. Estimating the value of this automobile. Are overestimating your own talent. Damn, what's this button do? Ah, sehr schön. If you have the car, bring it to Hayes Auto in South LS. Mr. Weston is marathon training, but he can reconfigure his route to meet you there. All right, cool. I got the car. No drama. That's good. The studio is enough of a money sink without the costs that that drama can bring. What kind of shape is the car in? We plan on refitting the guns to take live ammunition. Do the traffic spikes and ejector seat need replacing too? Both of those is going to need replacing, all right? Good. One more thing. Mr. Weston's security detail are concerned about a suspicious figure near the garage. Let us know if you see something. Alles klar. Nein, noch ein weiterer. Ups. Es geht mit dem auf und ab. Insurance companies hate these kinds of claims. They don't like cats with the inside edge. Shorten them either. So how'd it go? Smooth enough, you know. Movie people. You know what the irony is? I'm a major shareholder in that same studio, so what we just did is practically legal. Ha! Practically. Ooh, shit! Look at this motherfucker. You doing it big, my nigga, on the set. Lamar, what the fuck are you doing here? Oh, chirped your boy Trevor. It's fucked up when you gotta get your GPS location on your homeboys through a motherfucking speed freak. True that. Devin Weston, master of the 2-hour female orgasm. What it is, Holmes? Lamar Davies. He was just leaving. Hey, not on my account. You looking for gainful employment, homie? Hell yeah, I'm always trying to get some motherfucking paper. Just the type of guy I like to work with. Predictable. Hey, we could bring your boy here in on the last part of the shipment. Oh, yeah, nigga, that's exactly what you could do. That's exactly hell what you yeah. do right man, there, yeah, man. Exactly. If you want him in, then you get him to boost the rest of the shit you got. Oh. Give me my money and I can go on with my motherfucking life. Oh, no, am I sensing tension here, Slick? He's the spirit. But you're the brains. Am I wrong? I can see it. Look, I need you on point when we move this stuff out of town. Yeah, whatever, man. Call me when it's done. And after this, make sure we got our motherfucking check, all right? Ciao, baby. It is what it is. Yeah, whatever. Anyway, come here. I'm gonna put you in touch with my legal counsel. Hey, don't touch me, homie. I don't get down like that. Yeah, let me tell you how the world works, Slim. Okay, hätten wir es auch wieder geschafft, die Mission hier bestanden. Wie soll man mit dem schnellsten Tempo machen? So, wo wir von schnellem Tempo reden, schnappen wir jetzt mal die langsamste Karre in LS. Oder ist die dann noch langsamer? Nein. Müsste doch das Fahrradding zurückklappen können, oder? Nein, Scheißteil. Wir begeben uns einfach mal zu dem M auf der Karte. Denn da ist eine Mission, die ich sehr interessant finde und die mir bestimmt auch viel Spaß macht. Und wir schnappen uns hier mal die Karre, denn die ist bestimmt ein paar km/h schneller, auch wenn sie auch noch scheiße ist. So, raus und Dankeschön. Sorry. Ja, die nächste Mission, leichte Turbulenzen, verbirgt vielleicht schon mal eine kleine Vorahnung in seinem Namen. Ja, da dürfen wir, glaube ich, ein bisschen Flugzeug fliegen mit Trevor oder mit Michael, keine Ahnung, ich glaube mit Trevor. Das wird vielleicht sehr viel Spaß machen oder mich in die Irre treiben, wenn das irgendwie so eine Scheißmission wird. Aber sehen wir dann. Und dann sehe ich, steht auch bald wieder mal ein großer Raubüberfall an. Fick dich.
Freue ich mich auch schon drauf. Shit, you hit me. Ich habe jetzt richtig Bock, mir einen Bus zu gönnen. Ja, leichte Verspätung muss man einberechnen, Herr Busfahrer. So läuft das hier nicht. Korrekt, stell mal vor, im echten Leben, irgendwo hier in der deutschen Großstadt, gönnt sich einfach so ein Typenbus. Jetzt haben wir einen Stern, fuck. Na toll. Jetzt müssen wir irgendwie die Bullen loswerden. Also mit dem Bus kriegen wir die nie im Leben los. Also wenn die uns jetzt finden, sind wir im Arsch. Ich könnte den Bus wechseln, oder? Nee. Boah, wie übertrieben lange diese zwei Sterne bleibt. So, jetzt sind sie weg. Geht doch. Lalala. Ja, wie versprochen kommt bald auch mal wieder ein Halo 4 Teil oder ein Diablo 3 Teil, da ja schon ein paar danach gefragt haben. Nur leider kam ich in letzter Zeit nie dazu, das Spiel zu spielen, weil ja, GTA 5 kam gerade raus, wollte ich das halt unbedingt spielen. Dann kam FIFA 14 und jetzt auch noch GTA Online, also bleibt in letzter Zeit nicht mehr so viel Zeit und wenn ich ein paar Folgen rausbringe, dann auch nur vereinzelt. Vielleicht so am Montag Halo 4, dann am Dienstag Diablo 3, dann Mittwoch wieder Halo 4 und so weiter. Immer so in den Abständen, aber weiß ich noch nicht genau. Lässt sich dann sehen. So komme ich mit dem Bus überhaupt rein? Ja, doch. Ich glaube, hier bin ich auch schon mal mit dem Bus reingefahren. Mal gucken, ob wir den Bus hier irgendwie reingedreht kriegen, dass wir mit dem auch wieder abhauen können. Perfekt. So. Sind da überhaupt noch Leute drin? Ich glaube nicht. Oder nein. Okay, dann lass uns mal zu Michael hier gehen. In seine Schnorkelhütte. Man, your house is empty. I had to kind of lay low for a while. Yeah, that nice Mexican we met. Me and T did that job for him, and we fell out. You gotta be joking. I wish I was. So where you at now? Desert, out by Alamo Sea. All right, well, I'll hit you if I find anything. Absolutely. Hey. Trevor's got his wife. Trevor's got a wife? No, the Mexican's wife. What? Shit, I don't know what to say about that one. Nothing. Nothing to say about that. Run! Run! I'm back! Coming, Trevor! Now bring me my coffee, I'm gonna cut your arm off. Absolutely! Who the hell's that, your maid? Oh, business partner. Good guy. Very loyal. Ron, that is Michael. And this is Patricia. Listen, beautiful. You know, I'm sorry about everything that's happened. And, I can't guarantee no harm's gonna come to you. I might have to chop you up into little pieces before spraying your pulp mess down the drain, but I really hope it doesn't come to that. I appreciate your honesty. You are a good man. I can see that. You need your eyes examined, then. Ron, you miss me? Yeah, Trevor, a bit, I mean. How's the fucking business? I tried.
you're gonna give me a sob story, I'm gonna rip your fucking throat out and shove a turd down the hole. It's not a sob story. It's just not quite come good yet. But I heard about something to do with Meriwether. Those assholes. Big cache of weapons they got coming in. So I thought you might want to requisition it. Fantastic. Let's go. I'm in. Whoa, no, 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 not you. Sit down. You're a wanted man. Stay low. And watch her, okay? She's a good lady. Let's go, Ron. Good to meet you, Michael. Fucking come on. Kann Michael nicht mitkommen? Noch kommt. Armer Michael. The weapons are coming in by air. Ja, okay, spielen wir mit den zwei Spastis hier wieder. Steigen das Flugzeug, ja, das heißt auch schon mal gut. Da habe ich jetzt wirklich Bock drauf. Wenn es kein scheiß Flugzeug ist, dann immer doch. Das müsste auch das Flugzeug bei meinem Hangar sein, oder? Glaube ich mal. Okay, well, I knew that you were pissed after the Meriwether heist. Giving back the hardware. That was bullshit. Right, right. So I've been monitoring chatter, tapping into Meriwether networks. Feels good to be back in the company of a professional. I gotta say. Now, I was expecting something a little more impressive. The late, great Michael Townley. Not so late and not so great, right? And no longer called Townley. The years have not been terribly kind. What's the end game, man? We had a good thing going without him. If it's such a good thing, where's my money? Ja, wir fahren zu unserem Hangar. In my big fat dividend. I want a franchise network, Ron. I want reward cards and merchandise. So, dann mal ab in unser geiles Flugzeug hier. Aber wir werden hier noch ein geileres steigen mit der Zeit. Das kann ich euch auch noch sagen. So steigt der Heini hier ein. Fliegt zum Frachtflugzeug. Das wird jedoch schon mal ein 1A-Start. Startlandung wollte ich gerade sagen. Das wird hier ein 1A-Start. Oh! Fuck. Okay, jetzt aufpassen. Ich habe keinen Bock hier zu verrecken in der Mission. Macht das nicht Sinn, wenn man noch höher fliegt? Aber okay. Da hinten ist es. Natürlich. Ich bin noch nie im Leben schneller wie das Frachtflugzeug. Wie soll ich denn das Teil verfolgen? Na, wenn du meinst, Trevor. If you mean, du schaffst das. Okay, immer schön tief bleiben jetzt, sonst sind wir gleich am Arsch. Oh, ist das schwer. So, jetzt sind wir aber schon hinter dem Flugzeug auf jeden Fall und jetzt nähern wir uns dem Teil mal. Ja,
aber das ist doch eigentlich unmöglich. Er hat es doch eben gesagt, das Teil hat 4 Triebwerke. Und ich hier mit meinem kleinen Propeller. Scheiße, scheiße, scheiße. I'm plenty low enough, Ron. I can be myself out here. Scheiße. Scheiße, Mann. Ja, ich versuch's ja, aber im Moment hatte ich gerade ein kleines Problem. Oh, scheiße, Mann. You got a drop, man. They're on their screens. You got bad information, brother. I'm fine. Oh, ich werde auch nie an dieses scheiß Flugzeug da rankommen. Das dauert doch ewig. Descend, Trevor. Ja. Altitude corrected. Ja, aber wir kommen dem Scheiß halt schon näher. Most certainly. These bricks, Meriwether, they're what? Using these guns for a coup in West Africa? Protecting some mineral-rich warlord? Confiscating the weapons is practically a public service. Karmically, we're golden. What's not to be sure about? When you put it like that... Handle your end, okay? Oh, scheiße, Mann. Nicht nur, dass unser Flugzeug ein bisschen in den Arsch macht, es klaut uns auch Zeit. Ich bin dumm, Mann. Ich bin so dumm. Och. Warum mache ich das? Warum mache ich diese Scheiße? Ich werde, wir können jetzt nochmal vom Flugplatz starten, oder? Oh, das ist doch gut. Aber wir machen jetzt trotzdem eine kleine Aufnahmepause, denn für die Folge heißt schon wieder Tschüss. Bis zum nächsten Mal.